Wie hilft Content dabei, mehr Leads top of the funnel in deine Pipeline im Sales zu bringen? Es geht dabei um drei Dinge. Zum einen Regelmäßigkeit. Die wenigsten Entscheidungen werden beim ersten Markenkontakt getroffen. Darum ist regelmäßiges Veröffentlichen von Inhalten wichtig. Ein- bis zweimal die Woche sind, je nach Plattform, ideal. Es bringt ja bei der Kaltakquise auch nichts, nur einmal irgendwo anzurufen. Da ist die Erfolgsquote auch relativ durchschnittlich. Reichweite. Grundsätzlich gilt, je besser der Content, je besser die organische Reichweite. Gerade auf LinkedIn. In vielen Fällen spielt aber eben auch noch Plattformspezifisches eine wichtige Rolle. Deshalb schauen wir uns das ganz spezifisch in der Zusammenarbeit mit dir an. Conversion. Du solltest dir vorher überlegen, wie deine Customer Journey aussieht und in welchem Teil der Customer Journey Content hier eine Rolle spielt. Denn Content sollte kein Selbstzweck sein, sondern Mittel zum Zweck. Das bedeutet zum Beispiel Nurturing oder neue Leads top of the funnel generieren, die dann zu Sales Qualified Leads verwandelt werden können. Ein Beispiel von uns. Auf LinkedIn sensibilisieren wir Menschen für die Möglichkeit, wie sie mit authentischem Content ihre Unternehmenswerte und ihr Angebot nach außen kommunizieren können. Das heißt, jede und jeder meiner Kontakte sieht regelmäßig, für was ich als Person und Unternehmen stehe. Und damit sind wir auch der erste Anlaufpunkt, wenn mal Bedarf besteht. Content ist ein Teil dieser Strategie, an neue Leads top of the funnel zu kommen. Du solltest das aber im Rahmen einer Strategie machen und wo sinnvoll andere Maßnahmen wie zum Beispiel Paid Reach oder kanalspezifische Besonderheiten berücksichtigen und Synergien schaffen und kombinieren. Großes Glück für dich, genau solche Strategien entwickeln wir für dich und setzen danach den Content um. Lass uns doch mal sprechen, wenn das für dich ein Thema ist.